Da ist er nun, der erneute Lockdown, geschlossener Einzelhandel, Totenstille überall und die Zahlen gehen dramatisch nach oben. Nein, was ich heute gehört habe, schlägt dem fast schon den Boden aus. Was ist los in Deutschland, Herr Dr. Georg Schneider? Ja, wir haben über 28.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden und nahezu 1.000 Tote wurden vom RKI mitgeteilt heute. Die Situation ist dramatisch geworden seit unserem letzten Interview vor 14 Tagen. Der Lockdown ist da seit heute. Er kommt zu spät, aber Gott sei Dank ist er heute gekommen. In Höllhof allerdings hat sich einiges getan. Seit unserem letzten Interview sehe ich fast allen Orten FFP2-Masken auf den Nasen, auf den Mündern unserer Höfloverinnen und Höflover. Der richtige Weg? Ja, auf jeden Fall. Wir hatten das schon oft diskutiert. Die FFP2-Maske schützt nicht nur mich, sie schützt auch andere. Die Vergabe über die Stellen der Apotheken, die Vergabe über das Bundesgesundheitsministerium, es ist alles schleppend, es ist alles lange, es ist alles sehr zögerlich. Wir waren früh im Bereich der Altenheime damit angefangen. Wir sind früh damit angefangen, jetzt auch bei Besuchern in den Altenheimen FFP2-Maskenschutz einzuführen. Wir sehen das im Ort, in der Praxis erlebe ich es täglich. Wo früher 20% mit FFP2-Maske gekommen sind, kommen jetzt 50%. Die FFP2-Maske schützt nicht nur mich, sie schützt auch andere. Und das ist wichtig. Wir haben eine Dunkelziffer von 15-20% Infizierter, die ihre Keime weitergeben können. Davor schützt die FFP2-Maske, wenn ich sie richtig verwende. Ganz wichtig ist, wir werden sie ja auch demnächst verteilen in sterilen Verpackungen. Ich muss sie an den Bügeln anpacken. Ich darf sie nicht an der Vorderfläche anpacken. Ich setze sie mit den Bügeln über meinen Mund-Nase. Packe nicht an die Maske, wasche mir vorher die Hände und beim Abnehmen packe ich auch wieder an die Bügel, nehme die Maske ab. Wenn ich sie wenig benutze, eine Stunde am Tag, kann ich sie möglicherweise als Rentner, als chronisch Kranker oder einfach auch als Bürger, wenn ich sie nur beim Einkaufen benutze, kann ich sie bis zu 8 Tagen benutzen, nur eben nicht anpacken und beim Aufsetzen vorher die Hände waschen. Die Zahlen stimme ich daher auch leicht optimistisch, zumindest für Höfloff. Seitdem wir diese FFP2-Masken propagiert haben, hat sich die Zahl der Neuinfektionen fast halbiert in Höfloff. Das ist ein gutes Signal und deswegen haben wir gesagt, bevor es noch weitere bürokratische Aktionen gibt vom Bund und vom Land, machen wir wieder eine eigene Aktion hier in Höfloff und zwar am kommenden Samstag, am 19.12. von 10 bis 13 Uhr werden wir an 3 verschiedenen Stellen diese FFP2-Masken verteilen und zwar an all diejenigen, die das 50. Lebensjahr vollendet haben. Pro Haushalt gibt es dann einen 5er-Pack. Bitte setzen Sie diese Masken auch dann auf oder geben Sie sie auch Ihren Angehörigen. Dabei sein werden hier am Jagdschloss Dr. Georg Schneider und meine Wenigkeit mit Vertretern des Verkehrsvereins. Auf dem Schützenplatz werden 4 Vertreter des Schützenvereins stehen. Und am Dorfschulmuseum in Riege steht die Feuerwehr und wird dort an die heimische Bevölkerung diese FFP2-Masken verteilen. Dr. Georg Schneider, der richtige Weg? Ja, auf jeden Fall. Wir machen das ganz unbürokratisch. Wir drucken keine Barcodes. Personalausweis vorzeigen, ähnliches Dokument. In der Regel wird es so sein, dass man sich kennt. Pro Haushalt 5 Masken, sie sind einzeln schön eingepackt und dann genauso verwenden, wie wir es eben gezeigt haben. Das wird uns zusätzlich zum Lockdown, gerade über die Feiertage, ganz wichtige Sicherheit bringen. Vom RKI wurde gesagt, Weihnachten wird allerdings die Zahl wieder enorm nach oben gehen durch die verschiedensten Kontakte. Jetzt gibt es ja die Vorschrift, ein Haushalt plus 4 Personen, Heiligabend, am 1. Weihnachtstag, am 2. Wie sollte man damit umgehen, diese neue Regelung auch tatsächlich in die Tat umzusetzen? Ja, ich würde das ein bisschen vergleichen mit den amerikanischen Zahlen. Dort wurde ja Thanksgiving gefeiert. 14 Tage bis 3 Wochen danach sind die Zahlen explodiert. Auch da ist natürlich traditionell das Truthahnessen, alle sitzen zusammen. Das dürfen wir hier nicht machen. Wir dürfen uns mit 4 Personen zusätzlich treffen. Die Kinder unter 14 zählen nicht mit. Wir müssen es nicht. Man darf nicht alles tun, was möglich ist. Wir müssen gucken, dass wir uns aufteilen. Ein Teil Heiligabend, ein Teil am 1. Feiertag, ein Teil am 2. Feiertag. Es bleibt dabei, was wir gesagt haben, jeder nicht nötige Kontakt zählt. Jeder Kontakt, den ich aufsplitten kann, wo ich mit weniger Menschen sitze, wird zur Unterbrechung der Infektionskette beitragen. Nun sind viele Infektionsfälle jetzt aus den kirchlichen Glaubensgemeinschaften entstanden, die dann auch sehr, sehr schnell sich potenzieren. Was raten Sie denn den Kirchen jetzt für das kommende Weihnachtsfest? Ja, ich war eben sehr froh, als ich in der Zeitung gelesen hatte, dass die evangelische Landeskirche empfohlen hat, ihren Kirchen in den Orten, in den Regionen umzuschwenken auf Online-Gottesdienste, keine Anwesenheitsgottesdienste bis zum 10. Januar, bis zum Ende des Lockdowns. Da muss man wirklich auch nochmal appellieren an die katholische Kirche, an die Glaubensgemeinschaften regional, überregional.
Bitte stellen Sie um Online-Gottesdienste. Bitte vermeiden Sie jeden Kontakt der Gläubigen untereinander. Nutzen Sie die Möglichkeiten der Live-Übertragung, genauso wie es teilweise jetzt ja auch schon im Pfarrbezirken gemacht wird. Bitte stellen Sie Zusammenkünfte ein. Zeitung habe ich gelesen, das Praxisnetzwerk Paderborn möchte Antigen-Schnelltests noch machen, kurz vor Weihnachten am 23. und am 24.12. muss ich allerdings selber bezahlen. Wird es das auch in Höhlhof geben? Nein, wird es nicht geben. Wir hatten ja jetzt die Aktion geplant mit den FFP2-Masken, weil wir da eine deutlich größere Menge an Bürgerinnen und Bürgern erreichen und weil wir damit angefangen waren, auch mit den Altenheimen, den Besuchern. Was uns wichtig war, werden wir genauso jetzt weiterführen, um den Schutz für die Bevölkerung zu erhöhen. Der Antigentest, der vom Praxisnetz Paderborn durchgeführt wird, ist eine sehr sinnvolle Sache. Es werden 2000 Tests beschafft, es ist also ein ganz niedriges Kontingent für die Bevölkerung da. Es geht darum, dass jemand, der wirklich noch freigetestet werden möchte, just weil er in den Nachbarkreis oder woanders hin will, um die Großeltern oder um irgendwen in Heim oder anderen Einrichtungen zu besuchen, dass er diese Möglichkeit hat. Er muss es selber bezahlen, 30 Euro wird das ungefähr liegen. Das ist alles völlig in Ordnung. Der logistische Aufwand ist sicherlich enorm. Jeder wird sich ans Praxisnetz wenden können. Wer Bedarf hat, wer auch in Nachbarkreise fahren muss, wo das vorgeschrieben ist. Ansonsten haben wir eingeführt, wir testen vor den Alten- und Seniorenzentren hier in Hövelhof die Besucher und jeder Besucher kommt mit FFP2-Maske rein und das reicht für uns sicher erstmal aus. Auch während des Lockdowns gibt es Krankheiten, ich bekomme eine Erkältung, habe Symptome. Wie kann ich dort meinen Arzt erreichen während dieser Tage? Ja, das muss man nochmal sagen. Wir hatten ja die Diskussion nach dem ersten Lockdown. Da wurde immer gesagt, die Bürgerinnen und Bürger gehen nicht zum Arzt. Es werden Krankheiten verschleppt, es werden Akutfälle nicht behandelt. Das muss nicht sein. Das ist auch nicht so. Die Praxen sind ganz normal geöffnet. Über die Feiertage gibt es ganz normal, wie jedes Jahr ohne Lockdown auch, die und an den Wochenenden die kassenärztlichen Notdienste unter Telefon 116 117 und die Ambulanz an der Husener Straße. Dort verzeichnen wir im Übrigen deutlich weniger Patienten, 40% teilweise an den Wochenenden, als vor der Corona-Pandemie. Man muss sich wirklich fragen, was für ein Beschwerdebild habe ich. In der Regel den Arzt anrufen, in der Praxis wird das abgefragt. Jede akute Erkrankung, jede unklare Symptomatik wird weiter vom Arzt behandelt. Bleiben Sie nicht zu Hause, verschleppen Sie keinen Herzinfarkt, keinen Schlaganfall. Außerhalb der Zeiten in dringenden Notfällen nutzen Sie die 112, ansonsten Ihren Hausarzt. Ich weiß, dass Ihnen der Heimbewohner, die Heimbewohnerinnen sehr am Herzen liegen. Unsere beiden alten Zentren werden von Ihnen auch mit betreut. Wie wird es dort weitergehen jetzt, gerade über die Weihnachtsfeiertage? Wir sollen ja gerade diese Personen auch besuchen können. Ich sehe, das läuft sehr vorbildlich an den Heimen, was die Schnelltestung angeht. Ja, ich hatte das gestern Abend auch nochmal abgefragt in den Heimen. Die Heime sind sehr gut vorbereitet. Es gibt genügend FFP2-Masken für Besucher. Es gibt genügend Testkapazitäten, Antigentests für die Besucher, die reinkommen. Der Test dauert 15 Minuten. Die Zeit muss man halt mitbringen. Dann kann man das Haus besuchen, sofern man negativ ist, was in der Regel der Fall sein wird. Die Hygienespender an den Eingängen und auf den Stationen sind prall gefüllt. Es fehlt kein Nachschub. Ich denke, das wird trotz allem ganz anders als Ostern eine gute Sache mit den Besuchen werden. Nächste Woche soll es losgehen mit den Impfungen. Können wir also damit rechnen, dass wir zum kommenden Sommer alle wieder durchgeimpft sind, dass wir Revolverheld feiern können, dass wir Schützenfest feiern können, dass im Grunde genommen Corona besiegt sein wird? Besiegt ist eine Frage. Revolverheld würde ich sagen, das ist ja am 21. August. Ob das Schützenfest schon klappen wird, kann ich nicht versprechen. Es ist zurzeit eine Diskussion entbrannt, dass ab Weihnachten losgeimpft wird, ab dem 25. oder 26. Dazu muss man sagen, wir haben 400.000 Impfdosen, die bereitstehen, ab dem 25. oder 26., wenn denn die Zulassung da ist. Das langt für 200.000 Bürgerinnen und Bürger und wird verteilt auf 440 Impfzentren. Da ist die Euphorie also wirklich nicht allzu groß. Die 12 Millionen Impfungen, die danach über die EU-Vergabe geordert sind, die sollen bis Ende des ersten Quartals eintreffen. Es wird also noch keine großartigen Aktionen geben. Was allerdings sehr gut ist, die Heime dürfen jetzt doch von Impfärzten, von Hausärzten und mobilen Teams geimpft werden. Die Abfragen laufen, die Heime haben schon Anfragen bekommen. Wir niedergelassenen Ärzte haben Anfragen der KV bekommen. Wir werden das auch machen. Das ist ganz wichtig, dass dieser Schutz und diese Impfmaßnahme dann dezentral stattfindet. Und Herr Streeck hatte das ja auch noch mal gesagt gestern Abend im Interview. Es wird dazu kommen müssen, dass die niedergelassenen Arztpraxen auch die Grippeimpfung durchführen, auch die Corona-Impfung durchführen. Die Grippeimpfung mit 25
30 Millionen Einheiten ist auch von der niedergelassenen Ärzteschaft und nicht von Impfzentren. Genau, das ist ja unser großes Fund. Wir haben dieses Hausärztesystem. Warum nutzen wir das nicht dann auch für die Impfung? Letzte Frage, Dr. Schneider. Es wird immer wieder von Älteren mir gesagt, ich will nicht der Erste sein, ich will erst mal schauen, wie sich das bei den anderen entwickelt, bevor ich mich selber impfen lasse. Werden Sie sich impfen lassen? Ja, also dass die Älteren da fragen, ist verständlich. In England ist ja die Dame Mary mit 90 Jahren geimpft worden. Es scheint ihr weiterhin gut zu gehen. Wir haben ja auch noch ein paar Tage Zeit, das zu beobachten. Ja, man muss das sagen, es ist ein gentechnisch hergestellter Impfstoff, ein mRNA-Impfstoff. Bei den Unterlagen, die ich bis jetzt habe sehen können, würde ich mich sofort impfen lassen. Es gibt Gruppen, die muss man weiter beraten. Ich weiß auch noch nicht, wie das mit immunsuppressiven Patienten ist oder Leuten, die Chemotherapie bekommen. Aber ja, ich mache es genau wie mit der Grippeimpfung und der Lungenentzündungsimpfung. Ich lasse mich impfen. Im Übrigen muss man noch einmal kurz aufrufen, die Impfung gegen die saisonale Grippe und die Impfung gegen die Lungenentzündung soll bis Ende Januar durchgeführt werden. Es ist genug Impfstoff noch da. Es sind bei weitem nicht alle 25 Millionen Einheiten verimpft. Sprechen Sie Ihre Hausärzte weiterhin an, Grippeimpfung und Lungenentzündungsimpfung jetzt durchführen. Ein klarer Appell von Dr. Georg Schneider, auch von mir. Lassen Sie sich impfen, beraten Sie sich mit Ihrem Hausarzt. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir diese Pandemie bekämpfen können. Und solange tragen wir in Höfloff FFP2-Masken. Herzliches Dankeschön. Bis dahin.